Unter den Linden. Der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt. Mit Michael Hirz. Sind Sie Steuersünder? Falschparker? Gehen Sie vielleicht noch zur Schule? Na, dann Glückwunsch. Denn dann können Sie in der nächsten Zeit etwas durchatmen. Der öffentliche Dienst ruft zu Warnstreiks auf und Steuerfahnder, Politessen und angestellte Lehrer werden sich beteiligen. Doch Sie sollten, das wäre dann die schlechte Nachricht, auch nicht auf Polizisten oder Krankenschwestern angewiesen sein. Rund 12,5 Millionen Beschäftigte sind in diesem Jahr vom Auslaufen ihrer Tarifverträge betroffen. Es wird also kein ruhiges Jahr werden, weil die Gewerkschaften schon klar gemacht haben, dass es ihnen diesmal um einen kräftigen Zuschlag geht. Die Tatsache, dass 2013 ein Wahljahr ist, macht die Tarifverhandlungen vermutlich nicht einfacher. Und damit herzlich willkommen bei Unter den Linden, dem Phoenix-Gespräch aus Berlin. Ja, worauf müssen wir uns einstellen in diesem Jahr? Auf heftige Streiks, auf hohe Lohn- und Gehaltssteigerungen, einen Konjunkturabschwung und Einbußen beim Export, vielleicht auf mehr Wohlstand für alle und mehr soziale Gerechtigkeit. Darüber wollen wir heute mit zwei ausgewiesenen Experten sprechen. Und ich begrüße Ursula Weidenfeld. Sie ist Wirtschaftspublizistin und erfolgreiche Buchautorin. Hallo. Herzlich willkommen. Und bei uns ist Professor Rudolf Hickel, auch er ist Wirtschaftswissenschaftler und hat unter anderem ja schon erfolgreich auch den ein oder anderen Tarifkonflikt geschlichtet. Herzlich willkommen auch Sie. Vielen Dank für die Einladung. Herr Professor Hickel, haben Sie eigentlich die Reisepläne für diese Woche schon gemacht? Es ist schön, dass Sie heute da sind, sind viel beschäftigt, viel unterwegs in diesem Land. Das ließ sich aber gut einrichten heute. Ja, was mich mehr getroffen hat, ist die Tatsache, dass ein Güterzug in Bremen entgleist ist. Übrigens ein privater Güterzug, der das ganze Bahnhofssystem zusammen hat brechen lassen. Die Bahn hat gut reagiert, aber ich weiß natürlich, worauf Sie anspielen. Wir werden jetzt Streiks bekommen im Bereich des öffentlichen Dienstes, weil Bund, die Länder und Kommunen verhandeln. Wir werden aber, das wird die große Auseinandersetzung, das prophezei ich jetzt mal, wir werden eine große Auseinandersetzung im Metall- und Elektrobereich haben. Da stehen Tarifverhandlungen an. Ich war gerade letzte Woche in Göppingen, auch bei Betriebsräten, da ist schon, die sind schon richtig, die scharren schon mit den Hufen, um in den Konflikt hineinzugehen, weil Sie gesagt haben, das würde ich am Anfang vielleicht hinzufügen, Sie sagen, es gibt einen langen Streik. Wir wissen, dass die letzten Tarifverhandlungen im Metall- und Elektrobereich, das ist ja im Industriebereich die Führungsrolle, haben die, dass da ganz kurz nur gestreikt worden ist, vor allem, dass die Verhandlungen ganz, ganz schnell abgeschlossen worden sind. Hat etwas mit zu tun, wahrscheinlich mit der Einschätzung der Lage, aber wir gucken jetzt mal ein bisschen systematisch drauf, aber der Hintergrund der Frage, das haben Sie schon richtig vermutet, war tatsächlich der. Ein weiterer war aber auch, wenn Sie mit dem Flugzeug unterwegs sind, was Sie vermutlich auch gelegentlich sind, da streiken jetzt die das Sicherheitspersonal. Und da geht es um Tarifforderungen, um Gehaltsforderungen und Lohnforderungen in Höhe von 30%. Das ist eine ganze Menge. Ja, das ist übrigens eine Entwicklung des Tarifvertragssystems, die wir erst seit Jahren beobachten, dass sozusagen besonders sensitive Bereiche, die Cockpit, die im Flugzeug, in der Sicherheit, dass die streiken. Das ist übrigens für die gesamte Gewerkschaft, die Entwicklung, auch für eine organisierte Tarifpolitik, wird es immer schwieriger, die unter einem Dach zu halten. Und ich muss schon sagen, dass wir in der Zwischenzeit Gruppierungen haben, die ihre Monopolposition, beispielsweise im Flugbereich, dann massiv ausnutzen. Das ist schon richtig. Aber auf der anderen Seite sage ich, wenn ich mir die Sicherheitsleute anschaue am Flughafen, die sind einfach extrem schlecht bisher bezahlt worden. Und es zeigt sich ganz eindeutig, eine ordentliche Bezahlung schafft eine höhere Leistungsfähigkeit und so weit. Wenn man dazu Streiks braucht, um das durchzusetzen, dann sind eben Streiks auch unvermeidbar. Man muss mal fragen, warum die Flughäfen nicht sozusagen da ein bisschen mehr entgegenkommen. Die machen einen harten Job. Und man muss sehen, wenn die Fehler machen, kann es natürlich auch zu großen Sicherheitsproblemen führen. Aber es ist ein Problem in der Tariflandschaft. Frau Weidenfeld, jetzt ist das aber nun ausgerechnet eine Branche, wo es ja einen Mindestlohn gibt. Ich glaube, der liegt bei 8,23 Euro. Das Sicherheitspersonal in Düsseldorf hat einen Tariflohn von bis zu, ich glaube, 12
13 Euro. Das ist ja eine ganze Menge. Wieso dann 30%? Ist das nicht ein bisschen viel? Naja, es ist halt eben vor allem, und das sagt ja Herr Hickel auch, es ist halt eben vor allem die Tatsache, dass eben die kleinen Gruppen an strategisch wichtigen Stellen in großen Unternehmen oder in großen Flughäfen, auch bei Bahnhöfen, wir haben das ja bei den Lokomotivführern auch gehabt, wie auch die bei den Piloten, Gewerkschaft Verdi, die dahinter steht. Genau, aber man sieht eben einfach, dass diese Spartengewerkschaften eben, wenn sie sich sicher sind, dass sie an strategisch wichtigen Punkten sind, mit sehr, sehr hohen Forderungen gehen können. Die Gesamtforderungen in der Tariflandschaft liegen ja in diesem Jahr so zwischen 6,5, vielleicht im Metallbereich bei an die 7%, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Aber die Gruppen, die an strategisch wichtigen Stellen in solchen Systemen sitzen, die haben eben die Tendenz, sich aus der Einheitsgewerkschaft abzulösen. Hat sich Verdi diese hohe Forderung auch zu eigen gemacht, weil sie getrieben wird von vielleicht den kleinen Spezialgewerkschaften, die ja da anders zur Sache gehen? Na klar, die großen Gewerkschaften haben das Problem, dass ihnen die Leute ja dann auch von der Fahne gehen, wenn sie eben diese Einzelgewerkschaften gründen. Wir haben gleichzeitig eben auch Urteile, zum Beispiel vom Bundesarbeitsgericht, die sagen, dass dieses Prinzip, ein Betrieb, eine Gewerkschaft eben so nicht mehr durchzuhalten ist. Also wir sehen, dass sich da subkutan ganz, ganz viel ändert in den Betrieben, auch in der Organisation von Betrieben und von Betriebsfrieden. Und auf der anderen Seite sehen wir eben die Interessen von Arbeitnehmern, die das Gefühl haben, dass sie eben nicht mehr mit allen zusammen gehen wollen, um eben ihre eigenen Forderungen realisieren zu können. Ist das eigentlich ein Niedriglohnbereich, dieser Bereich der Sicherheit? Ganz spannende Frage. Die erste ist, glaube ich, ganz wichtig, um mal sozusagen emotional die Atmosphäre zu beschreiben. Ich bin ja jetzt viel in Diskussionen, sowohl im Metallbereich als auch im öffentlichen Dienst. Es gibt einfach, ich sage es mal so unfreundlich in der Terminologie unter Linden, die Leute sind stinksauer. Der Aufschwung ist im Grunde genommen bei den Lohnbeziehern nicht angekommen. Wir haben gerade eine neue Zahl von den WSI-Leuten, von Bisping, die uns sagen, dass der Reallohn, also der Lohn, die Lohnzuwächse minus der Inflationsrate noch unter dem Niveau von 2000 liegt. Das heißt, es gab viele Vorleistungen. Die Beschäftigten haben übrigens beispielsweise einen tollen Beitrag geleistet, dass wir aus dem ökonomischen Absturz 2009 schnell rausgekommen sind mit dem Kurzarbeitergeld. Und jetzt sagen sie einfach, jetzt sind wir mal dran. Ganz schlicht, wissenschaftlich. Was wir aber ja im letzten Jahr auch schon waren und was Sie in diesem Jahr auch sein werden. Darüber gibt es ja überhaupt keinen Dissens. Ja, wissenschaftlich, wobei man fairerweise sagen muss, die Abschlüsse in 2012 und 2011 waren ja schon deutlich besser. Wir haben mal irgendwo, da gab es reale Lohnzuwächse. Gab es reale Lohnzuwächse, aber wenn man die gesamte Achse, es gibt sozusagen, wobei Sie recht haben, Frau Weidenfeld, die Stimmungslage ist immer ganz, es gibt ein zweites Problem. Das wird in diesem Tarifauseinandersetzung eine ganz große Rolle spielen, weil Sie zu Recht danach fragen, mit dem prekären Sektor. Wir haben selbst in der Metallindustrie, ich war gerade in Baden-Württemberg, war erschüttert, zu sehen, dass große Metallunternehmen in der Zwischenzeit Beschäftigte outsourcen, in eigene Firmen stecken und die miserabel bezahlen. Das heißt, die kriegen das erste Mal auch ein Problem, Mindestlöhne sichern zu müssen. Und ich sage mal so, die Linie im Metallbereich werden drei Punkte sein. Das erste ist die nackte Lohnverhandlung, über die wir gleich ja noch reden. Das zweite ist, überhaupt mal wieder die Tariffähigkeit herzustellen. Wir haben immer mehr Bereiche, die tarifär gar nicht mehr erreicht werden. Und die ist ganz wichtig. Und das dritte wird sein, ein ganz starker Akzent der IG Metall, den ich absolut unterstütze. Wir müssen den Fehler von 2003, den Schröder-Fehler mit der Deregulierung der Leiharbeit rückgängig machen. Leiharbeit darf nicht zu einer festen Beschäftigungsgröße führen, damit die Unternehmer 20% weniger als im anderen Bereich zahlen. Das muss abgeschafft werden. Das ist aber im Augenblick keine Streik mit drin. Dazu hat es ja im letzten Jahr tatsächlich einen Tarifvertrag gegeben zwischen der IG Metall und den Arbeitgebern der Zeitarbeitsbranche, wie auch andere Arbeitgeber sich geeinigt haben mit den Gewerkschaften. Und da sind sich ja auch alle einig, dass Zeitarbeit in der Vergangenheit missbraucht worden ist in einzelnen Branchen und in einzelnen Betrieben, um eben reguläre Beschäftigung zu ersetzen. Aber da hat ja dann eben auch die Drohung von Ursula von der Leyen geholfen, zu sagen, wenn ihr euch da nicht einigt und nicht einen fairen Ausgleich findet, dann gibt es ein Gesetz dazu. Also insgesamt glaube ich schon, dass das nicht so sehr auf die Ministerin zurückzuführen ist, sondern da entscheidend ist, dass in den Betrieben, ich kenne ja auch die betrieblichen Interessenvertreter, die sagen, diese Art von Spaltung der Belegschaft, die im Grunde genommen dazu da ist, mehrere Leute über die Leiharbeit, Zeitarbeit schlechter zu bezahlen. Aber Sie haben recht, ich finde es einen großen Fortschritt, dass wir allmählich den ersten Fehler eingestehen, den wir gemacht haben mit Agenda 2010, den Fehler eingestehen, nämlich, dass wieder re-reguliert werden, dass wieder die Verhältnisse geordnet werden. Doch, das ist so. Ich glaube, dass wir schon sehen müssen, dass in der Phase, wo die Agenda 2010, das ist ja jetzt 10 Jahre her, verhandelt
worden ist und dann eben auch implementiert worden ist, da hatten wir eine andere Situation auf dem Arbeitsmarkt und ein ganz grundlegend anderes Problem. Da hatten wir über 5 Millionen Arbeitslose um diese Zeit. Wir hatten das Problem, dass viele, viele Menschen überhaupt keine Chance bekommen haben zu arbeiten. Und das, was wir jetzt haben, was wir in Süddeutschland haben, vielleicht nicht gerade in Berlin und nicht in den neuen Ländern, aber so eine Art Vollbeschäftigung und diejenigen, die keine Arbeit haben, haben ganz andere Probleme auf dem Arbeitsmarkt als diejenigen. Das heißt, das hat denen wieder in den Arbeitsmarkt geholfen. Also Zeitarbeit, also ich glaube ganz sicher, dass. Und jetzt müsste die Phase kommen, wo man das wieder sozusagen tarifär einbindet. Ich glaube, dass wir jetzt tatsächlich in der Phase sind, zu gucken, was hat gewirkt, was ist vernünftig, was müssen wir weitermachen, was ist möglicherweise in der Zwischenzeit dann tatsächlich missbraucht worden oder anders genutzt worden, als ich das damals. Oder als wir uns das heute vorstellen für einen fairen und guten Arbeitsmarkt. Und ich glaube, dass da der Weg auch gar nicht so konfliktträchtig ist, wie Sie das beschreiben. Sie haben, also, glaube ich, die dritte Gruppe vergessen. Sie haben zu Recht gesagt, wir haben, was die registrierte Arbeitslosigkeit betrifft, einen relativ guten Status, 3 Millionen irgendwo auch in diesem Jahr. Wir haben auf der anderen Seite Arbeitslose, echte Arbeitslose. Aber was Sie vergessen haben, dass die verheerende Wirkung dieser Agenda 2020, der permanenten Verfügbarkeit, dazu geführt haben, dass wir über 7 Millionen Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen haben. Die sind sogar sozialversicherungspflichtig, werden die gerechnet als Beschäftigte. Aber sie sind zum Teil, erhalten sie Einkommen, Arbeitslöhne, von denen sie nicht mehr leben können. Das wird ein wichtiger Auftrag dieser Tarifrunde, übrigens auch der Politik, glaube, sein, hier zu korrigieren. Ich will Ihnen da gar nicht widersprechen. Ich glaube nur, Nein. Ich glaube eben nur, dass damals der Tausch, den die Arbeitnehmer gemacht haben und den sie ja zu Recht gemacht haben und den sie bis vor 3 Jahren auch durchgehalten haben, zu sagen, wir sind der Auffassung, dass Arbeitslosigkeit in Deutschland das drängendste, auch soziale Problem ist und dass man Leute, die man dauerhaft vom Arbeiten aussperrt, die sperrt man ja nicht nur von einem ordentlichen Lebensstandard aus, sondern eben auch von der Teilnahme an sozialen Bezügen, von einem Leben, was sie selber auch sinnvoll und vernünftig finden. Dass man damals gesagt hat, wir tauschen zunächst mal Lohnzuwächse, und deshalb hat es ja auch lange keine Lohnzuwächse gegeben. Wir tauschen Lohnzuwächse gegen Arbeitsplatzzuwachs, und den hat es gegeben. Und dass man sich jetzt in einer Phase, wo Arbeit eher knapp wird, also das Arbeitsangebot eher knapp wird als überreichlich da ist, dass man sich jetzt darüber unterhält, was sind die fairen Bedingungen, was sind die Löhne, die wir für vernünftig halten, was sind die Löhne, zu denen auch noch neue Arbeitsplätze entstehen, das halte ich für absolut gerechtfertigt, das ist richtig. Vielleicht doch noch mal ganz kurz zurück zu dieser wirklich sehr kleinen Gruppe, die aber in der Lage ist, eben einen Teil unserer Infrastruktur lahmzulegen, wenn sie es drauf anlegen, nämlich zu dem Sicherheitspersonal an den Flughäfen. Da gibt es einen ordentlichen Tarifvertrag, die werden nach Tarifvertrag bezahlt. Es gibt einen Mindestlohn, trotzdem eben Forderungen im deutlich zweistelligen Bereich. Wie kommt sowas zustande? Nur damit ich es verstehe. Ich glaube, dass die Antwort auf diese Probleme, die wird nicht im Tarifsystem zu finden sein, und die wird da auch nicht gefunden. Die wird genauso wie vor 2 Jahren, als die Vorfeldarbeiter auf den Flughäfen gestreikt haben, die wird halt eben gefunden werden in zusätzlichem Arbeitsangebot. Die Flughäfen werden jetzt hingehen und sagen, was sind die kritischen Punkte an den Flughäfen, wo Menschen, die möglicherweise für ihre Qualifikation im Vergleich zu anderen ganz gut bezahlt werden, in einer Position sind, uns zu erpressen und eben auch die anderen Arbeitnehmer ja in Mithaftung zu nehmen. Und wenn man das sieht und wenn es der Fall ist, dann wird da eben qualifiziert. Da wird neben den Tarifverträgen werden dann eben Ersatzarbeitskräfte, also das, was man früher Streikbrecher... Sieht Verdi das Problem nicht? Doch, die sehen das auch. Aber ich meine, das ist ja nicht... Verdi ist ja nicht freiwillig in diesem Konflikt. Also die großen Gewerkschaften gehen ja nicht freiwillig mit den Spartengewerkschaften sondern mit. Sondern so, wie ich eben vermutet habe, auch weil sie getrieben werden von den kleinen Spezialgewerkschaften? Ja, wobei, da sage ich etwas voraus. Ein ähnliches Bild sozusagen. Man sucht immer die Bereiche, die sensibel sind, sozusagen störanfällig. Und deshalb freue ich mich, ich darf das locker sagen, dass angekündigt worden ist, dass die Streiks, die jetzt stattfinden im Rahmen der Tarifauseinandersetzung zwischen Bund und Kommunen, Bezahlung Bund und Kommunen, da werden natürlich die Gewerkschaften, die Verdi wird natürlich die Müllarbeiter einsetzen. Die freuen sich immer, wenn der Müll nicht abgeholt wird. Ich verzichte aufs Abholen des Mülls, wenn nachher ein vernünftiger Tarifabschluss rauskommt. So müssen Sie das sehen. Ich will nicht dauerhaft, dass wir italienische Verhältnisse kriegen. Aber ich will nur das Bild nochmal, Ihr Eingangsbild nochmal verstärken und sagen, natürlich werden auch in den Tarifauseinandersetzungen werden die sensiblen Bereiche stärker in der Metallbereich wird beispielsweise, da war ja immer wieder das Just-in-Time das Problem, dass man im Grunde strategisch wichtige Betriebe mit Zulieferern, beispielsweise Automobil, dass man die bestreikt, damit man relativ große Fernwirkung hat. Wobei ich
ich sage mal was ganz vorsichtig, wieder meine Interessen, wieder meine Empfindungen. Ich glaube, es wird ein relativ, in der Metallbereich wird es ein relativ kurzer. Wieso ist das wieder Ihre Interessen? Weil ich dann die Sorge habe, dass das, was man rausholen hätte können, nicht dabei rauskommt. Gut, da kommen wir aber gleich noch. Das halten wir mal auf jeden Fall fest. Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Kommen wir aber noch mal ganz kurz zum öffentlichen Dienst, weil das eben aktuell die Situation ist, dass wir da vor auch Warnstreiks stehen. Heute in Berlin ja schon, wo es sehr viele angestellte Lehrer gibt, ein Lehrerstreik. Es geht ja nur um die Beschäftigten, die Beschäftigten der Länder für den Bund. Und die Kommunen ist ja abgeschlossen worden. Da gab es 6,5% über 2 Jahre. Wir haben jetzt wieder das Ritual, hohe Forderungen, geringes Angebot und irgendwo treffen die sich dann vielleicht in der Mitte. Warum hat man das nicht einfach übernommen? Naja, weil die Länder in einer anderen Situation sind. Die Länder haben ja auf der einen Seite, verhandeln sie ja untereinander über die Zukunft der Länderfinanzierung. Und sie sehen sich ja selber eben auch auf der einen Seite mit der Schuldenbremse sehr eng eingekastelt eben in allen öffentlichen Haushalten. Und sie haben eben auf der anderen Seite eine Tarifgemeinschaft, die eben nicht mehr intakt ist. Und da ist es eben viel komplizierter, zu Ergebnissen zu kommen, auch das am Ende dann abzuschließen, als eben mit dem Bund, wo nur einer im Boot sitzt, und den Kommunen, denen es eben immer schlecht geht und wo man eben im Grunde halt auch mit den Gewerkschaften doch eher dann auch zu Ergebnissen kommen kann. Weil ein wichtiger Unterschied, Sie haben recht, ich stimme Ihnen völlig zu. Bei der Metallindustrie werden die Löhne, die Zuwächse werden ja finanziert aus der Wertschöpfung. Die Wertschöpfung kommt meist über Märkte, was verkauft wird, national, international. Im öffentlichen Dienst, bei den Ländern, haben Sie völlig recht, dass die Schuldenbremse ganz stark durchwirkt. Alle Länder haben zurzeit, oder die meisten haben Anpassungspfade, dass sie ab 2020 keine Neuverschuldung mehr aufnehmen. Ich weiß, wie das geht. Ich kenne die Rechnung des Landes Niedersachsen, auch des neuen Finanzministers. Ich kenne die Rechnung in Bremen. Das heißt also, wir müssen einsparen. Und meine Sorge ist, dass wir mit der Schuldenbremse im Grunde genommen eine ordentliche Bezahlung der Beschäftigten nicht mehr zulassen. Die Beschäftigten haben sich in den letzten Jahren, die Bezahlung der Länder hat sich entkoppelt von der normalen industriellen Bezahlung. Deshalb bin ich der Meinung, dass man auch Wege finden muss, solche Lohnerhöhungen, die sozusagen für die Beschäftigten gerechtfertigt sind, dass die auch finanzierbar sind. Es wird unter der Schuldenbremse alles extrem schwierig. Das ist ja nicht nur unter der Schuldenbremse extrem viel schwieriger, sondern es ist eben einfach auch, das betrifft aber alle öffentlichen Haushalte eben deshalb viel schwieriger, weil da sowas wie Produktivitätszuwachs eben auch viel schwerer zu messen ist. Also man kann viel schwerer begründen, warum man was haben will. Und wenn man sich den Personalabbau, also das, was in der Industrie oder so eben immer auch messbar ist, und zu sehen, wie viel muss der Einzelne mehr leisten, im öffentlichen Dienst anguckt, dann ist das eben auch nicht so, dass man sagen würde, die sind so viel effizienter geworden und so viel besser geworden, dass da eben einfach auch Luft nach oben ist. Das ist im öffentlichen Dienst viel, viel schwerer anzugucken und zu bemessen. Zumal man dann ja eben auch noch das Problem mit Beamten und Angestellten hat, wo man eben auch bis heute nicht so richtig weiß, warum eigentlich der eine Lehrer angestellt ist, der andere beamtet ist, warum die öffentlichen, also die Länder hingehen und die Beamten immer noch einstellen, obwohl man weiß, dass da eben das am langen Ende eben die große Belastung kommt. Das sind alles Fragen, die ungeklärt sind und die in so einem Tarifkonflikt natürlich immer auch mitspielen. Es gibt keine Marktpreise. Also für mich als Hochschullehrer der Bremer Universität gibt es keinen Marktpreis. Aber auch gut so. Ja, Sie finden das gut. Ich finde das nicht so gut. Nein, weil der öffentliche Dienst, kommen wir zur Sache, das ist nämlich ganz entscheidend für die Tarifverhandlungen. Der öffentliche Dienst produziert Güter und vor allem produziert Dienstleistungen, die nicht auf Märkten gehandelt werden. Das ist auch gut so. Stellen Sie mal vor, wir würden auch die Passämter noch privatisieren, dann hätte man die Kriminalität sozusagen auf die reingeholt. Nein, das sind öffentliche, hoheitliche Leistungen, die haben keinen Marktpreis, insoweit haben sie auch keinen Wert. Und deshalb muss man da hoheitliche Aufgaben erbracht werden, haben Sie völlig recht, bei der Polizei, bei der Sicherheit. Also Sie meinen, es gibt Aufgaben, die könnte man privatisieren, ohne dass... Ich bin mir nicht so sicher, natürlich ist das, was Herr Hickel an der Hochschule tut, eine hoheitliche Aufgabe, und das merkt man ja jeden Tag. Aber ob das für alle Hochschullehrer in dem Maße zutrifft, wie es für Herrn Hickel persönlich zutrifft, das haben Sie jetzt sehr schön personalisiert. So, es gibt natürlich Privatuniversitäten, aber die können die meisten nicht bezahlen, weil sie so teuer sind. Das jetzt für Ironie. Es gibt natürlich Privatuniversitäten. Völlig zu Unrecht. Meine Kollegen von der Privatuniversität, die ich sehr schätze, die haben es natürlich etwas einfacher, weil sie über hohe Gebühren finanziert werden von den Studierenden, die Mehrheit nicht hat. Und deshalb bin ich froh, dass wir auch wieder gerade in Bayern und beispielsweise in Niedersachsen die Studiengebühren abschaffen. Gut, aber wie kommen die Länder denn jetzt aus dem Dilemma, dass auf der einen Seite die Schuldenbremse da ist, die Spielräume beschneidet?
leidet. Auf der anderen Seite können sich die Länder ja auch nicht völlig abkoppeln von der Entwicklung im Bund oder in den Kommunen. Nein, das tun sie ja auch nicht. Also wir haben ja in den Ländern immer noch im öffentlichen Dienst immer noch eine tendenziell höhere Beschäftigungssicherheit als in der privaten Wirtschaft. Und das haben die Angestellten und Beamten im öffentlichen Dienst in den letzten Jahren tatsächlich auch teuer bezahlt. Das muss man auch sehen. Jetzt sind wir in einer Situation, wo der Arbeitsmarkt entspannter ist, wo man eben auch als Angestellter im öffentlichen Dienst in die Privatwirtschaft wechseln kann, wenn man das möchte. Und man kann zwischen den Ländern wechseln. Und das sehen wir eben auch, dass es schon eine Drift gibt, dass Lehrer aus Berlin und Brandenburg sich wechselweise in anderen Ländern bewerben, weil sie da besser bezahlt werden, dass der Lehrermangel in Süddeutschland leichter bekämpft werden kann durch Lehrer, die aus Norddeutschland in den Süden gehen. Also wir sehen, dass es da Wanderung und Mobilität gibt und das setzt natürlich den Arbeitgeber oder die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst auch entsprechend unter Druck. Das ist völlig klar. Der Verdi-Vorsitzende Bzirske hat ja auch gesagt, es sei wichtig, für den Nachwuchs attraktiv zu sein, dass die Bezahlung einigermaßen in Ordnung ist. Ich glaube, ein Viertel der öffentlich Beschäftigten wird in den nächsten Jahren in den Ruhestand wechseln. Also wir haben da einen relativ überalterten öffentlichen Dienst. Da muss ja was nachwachsen und für die muss man attraktiv sein, auch finanziell attraktiv in den Bedingungen, die man bietet. Ist da was dran? Ja klar, Deutschland hat ja sozusagen, was die Infrastruktur betrifft und was den öffentlichen Sektor betrifft, im internationalen Vergleich eine sehr gute Position. Wir haben da eine sehr gute, wenn man so will, Produktionsbereich, öffentliche Dienstleistungen sind ja nichts anderes als Produktion, das eine. Zweitens, haben Sie recht, kommt der Wechsel. Und das dritte ist natürlich die Frage, die Sie vorab gestellt haben, wie man das finanziert. Da sagt natürlich Verdi, man muss auch steuerpolitisch den Staat stärken. Wir haben ja das Problem, dass der Staat in den letzten Jahren an Finanzkraft verloren hat, an Steuerkraft verloren hat, auch durch unsinnige Steuersenkungen, die da so 2003 passiert sind. Das heißt also, im öffentlichen Sektor ist die Tarifrunde immer mit allgemeinen Forderungen verbunden. Deshalb bin ich ganz sicher, dass bei den Streiks, die da stattfinden, die ich schon so vor mir sehe, und bei den Demonstrationen immer wieder auch gesagt hat, macht den Staat finanzierungsfähig. Ich will es jetzt nicht überstrapazieren. Ich will einen Satz noch sagen. Einen Satz lassen wir auch nicht nehmen. Auch nicht von Ihnen. einen Satz noch sagen. Es gibt eine Debatte, die Olaf Scholz, der Bürgermeister von Hamburg, finde ich relativ generalistisch angegangen. Wir müssen beispielsweise mal fragen, aber es ist jetzt nicht unsere Diskussion, kann man die Länder von den Zinslasten, die hoch sind, nicht befreien, dadurch, dass man irgend so einen Altschulden vormacht, um Spielraum zu kriegen. Aber das können wir jetzt hier nicht vertiefen. Aber bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten muss man sich anstrengen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Arbeitnehmer, die bei der IG Metall organisiert sind, wenig Lust haben, ihren Tarifzuwachs von wahrscheinlich ja irgendwo zwischen 3% und 4% dann einzusetzen, um den öffentlichen Dienst dann durch ihre Steuererhöhung stärker zu finanzieren. Also nicht von denen. Aber Sie werden sich wundern, wer alles besser verdient ist, wenn es dann eben am Ende darum geht. Wie wird eigentlich der öffentliche Dienst bezahlt im internationalen Vergleich? Also wenn man die deutschen Verhältnisse vergleicht mit französischen, britischen, italienischen, also ehrlich gesagt, also vor allem mit amerikanischen Verhältnissen gar nicht so schlecht. Und ich meine, man sieht ja eben, es gibt ja einen relativ klaren Indikator, wenn der öffentliche Dienst enorme Sorgen hätte an Bewerbermangel, wenn es niemanden mehr gäbe, der die Ausbildungsplätze da machen will und wenn es niemanden mehr gäbe, der in die Referendarzeit geht und sich anschließend bewirbt, verbeamtet zu werden, dann hätten wir tatsächlich ein ganz großes Problem. Und dann müsste man sagen, es gibt subjektiv und objektiv Anhaltspunkte dafür, dass der öffentliche Dienst zu schlecht bezahlt. Da das noch nicht der Fall ist, kann man umgekehrt zurückschließen, dass der öffentliche Dienst offenbar immer noch attraktiv genug ist, trotz der beklagten Lohnzurückhaltung, dass er immer noch attraktiv genug ist, dass Menschen da arbeiten können. Sie haben ein Argument vorher genannt und es erklärt alles. Es ist völlig richtig, was Sie gesagt haben. Wenn Sie heute die Flexibilisierung, die Unsicherheiten, die Risiken auf dem Arbeitsmarkt sind, wenn jemand heute einen Job sucht, ab 24 frei wollen, dann hat er unglaubliche Risiken. Und da ist der öffentliche Dienst vergleichsweise immer noch überlegen. Da haben Sie völlig recht. Jetzt ist Verhandlungsführer für die Länder ein Politiker, klar. Diesmal aber erstmals einer von den Sozialdemokraten, Herr Bulajan, ja. Minister in Sachsen-Anhalt. Wird er anders verhandeln als sein Vorgänger, der von der CDU kam? Habe ich die ganze vorher war es ja Möllring, der ist ja bekanntermaßen abgewählt worden. Er steht also nicht mehr zur Verfügung. Aus Niedersachsen. Aus Niedersachsen, ja. Für die Korrektur. Sozusagen die Regierung ist abgewählt worden. Nein, da gehe ich davon aus, ich habe solche Situationen oft erlebt, da kennt sozusagen ein Ministerpräsident oder ein zuständiger Minister kennt keine Parteien.
Der wird in die Tarifverhandlungen reingehen. Ohne, der wird das genauso hart der wird machen, das genauso, im Interesse der Länder es, gegen die Möllern war ja nur, bei dem habe ich das Gefühl, der hat psychologisch das Problem gehabt. Der hat Härte und vor allem viel Drescherei hat er sozusagen als psychologische Entfaltung empfunden. Das wird bei Bullerer ja nicht so sein. Aber bei ihm wird, es wird das, das kann man klipp und klar sagen. Parteipolitik hat keinen Einfluss. Was einen Einfluss indirekt haben könnte, den Sie anfangs angesprochen haben, wenn es natürlich zum längeren Streik kommen sollte, dann hat die Politik, auch die Berliner Politik und die anderen Länder, haben dann eher ein Interesse, schneller zum Ergebnis zu kommen. Am Ende wird es vielleicht auch eine Schlichtung geben. Was vielleicht noch einen Unterschied machen kann, ist, dass Hartmut Möllering war ja Niedersachse, also ein Westler. Und Herr Bulajan ist Minister in Sachsen-Anhalt. Und diese Verhandlungen, die jetzt stattfinden, die finden natürlich im Vorfeld der neuen Verhandlungen um den Länderfinanzausgleich und um den Solidarpakt Ost statt. Und das macht möglicherweise nochmal einen Unterschied, auch im Ton und in der Kompromissbereitschaft von Verhandlungsführern. Aber am Ende müssen ja alle zustimmen. Und da macht es dann eben tatsächlich keinen Unterschied, welche Farbe der Minister hat. Was bedeutet das denn dann auch für die SPD? Die hat ja die soziale Gerechtigkeit als einen zentralen Punkt im Wahlkampf, im diesjährigen Wahlkampf ausgerufen, wenn sie auf der anderen Seite, sobald sie in Arbeitgeberfunktion ist, bei den Ländern doch sehr auf Härte achtet, um die öffentlichen Finanzen zu schonen. Damit. Ich glaube, ist das ein Spagat, den die hinlegen müssen? Ja, ist ein Spagat, aber sie haben zwei Hüte auf. Das ist manchmal schwer zu erklären. Sie sind so in den Tarifverhandlungen, haben sie im Grunde genommen die Finanzierung der öffentlichen Haushalte sicherzustellen. Aber was ganz sicherlich, insoweit ist das Thema die Tarifpolitik überhaupt, die gesamte Frage der gerechten Verteilung zwischen Lohnarbeit auf der einen Seite und Gewinne auf der anderen Seite, wird in dem Wahlkampf eine große Rolle spielen. Und die Politik hat zwei wesentliche Stellen, die für mich in diesem Tarifauseinandersetzung die wichtigsten sind. Das erste ist, die Verwahrlosung des Arbeitsmarktes durch die Prekarisierung zu bekämpfen, durch Mindestlöhne. Und das zweite ist, hat die SPD sich klar bekannt, das zweite ist, die Leiharbeit zu bekämpfen. Wenn man sieht, Sie haben doch die 30-Stunden-Woche in der letzten Woche, das ist, bevor man die 3 Stunden macht, muss man das abräumen. Hätten Sie für möglich gehalten, dass auf deutschem Boden, das klingt jetzt, also sagen wir in Deutschland, um die Formulierung nicht zu strapazieren, dass in Deutschland sozusagen Amazon Leihfirmen benutzt. Erstmal ist das in Deutschland möglich. Und das ist ein Riesenskandal. Das heißt also, allmählich auch die Bundesministerin Frau von der Leyen hat heute erkannt, gut erklärt, was ist denn das für ein Zustand, in dem wir Deutschland leben? Da können im Grunde genommen Lohndumping, Ausbeutung, fast Sklaverei ist im deutschen Recht möglich. Das heißt, wir haben einen ganz riesen Handlungsbedarf. Und das wird ein Punkt sein in dem Tarifvertrag, in der Tarifverhandlung und ein Punkt sein auch in der Politik, in der Wahl. Ich kenne aus der Geschichte tatsächlich nur den Film der ARD, der in der vergangenen Woche die Debatte um die Arbeitsverhältnisse bei Amazon ausgelöst hat. Deshalb kann ich das nicht beurteilen. Aber Amazon hat die Sicherheitsfirma rausgeschmissen. Also die Leihfirma. Also Amazon hat sich zunächst mal von der Sicherheitsfirma getrennt, die eben diese Leiharbeiter in Hessen betreut hat. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, wir müssen das ein bisschen abschichten. Was natürlich richtig und gut ist, ist, dass Arbeitnehmer aus Südeuropa die Gelegenheit haben, in Deutschland zu arbeiten. Wir haben in Spanien, wie alle wissen, eine ganz tiefe Wirtschaftskrise. Wir haben dort ganz, ganz hohe Arbeitslosigkeit. Und es ist richtig und gut, dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in Europa so weit geht und auch so weit organisierbar ist und machbar ist, dass Menschen, die aus Spanien in Deutschland arbeiten wollen, dass sie das können. Was nicht richtig und nicht gut ist, ist, wenn es tatsächlich so ist, dass diese Menschen ausgebeutet werden, dass sie sittenwidrig beschäftigt werden, was wir aber nicht wissen. Die dürfen es nicht wissen, aber wir wissen es. Okay, also Herr Hickel weiß es, ich weiß es nicht. Woher wissen wir das nur ganz kurz? Es gibt in der Zwischenzeit Erklärungen sogar von Amazon selber, Erklärungen, dass sie entsetzt seien, was da passiert, Amazon, und die rausgeschmissen. Amazon hat eine Erklärung abgegeben, die heißt, unsere Standards über den Respekt und die Menschenwürde von Mitarbeitern, die sind so und wir erwarten, dass andere Firmen die auch berücksichtigen und auch beherzigen. Deshalb haben sie die Sicherheitsfirma rausgeworfen. Ob die Arbeitsverhältnisse selber sittenwidrig sind, ich weiß es jedenfalls nicht. Also ich kann das nicht beurteilen. Wenn die sittenwidrig sind, dann ist es natürlich falsch und nicht fair. Das ist völlig klar. Aber ich glaube, dass man da sehr genau hingucken muss, was ist am Ende eine Debatte, die die Freizügigkeit von Arbeitnehmern, die wir wollen,
behindert und die eben einen Arbeitsmarkt, der im Moment ganz gut verfasst aber ist. Aber wir sind im Wahljahr und Sie sagen, das ist nicht anständig, nicht fair. Möglicherweise ist das nicht dann geradezu eine Herausforderung für die Politik, nicht zuletzt in einem Wahljahr zu sagen, wenn ihr das offensichtlich nicht in den Griff kriegt, dann regeln wir das. Ja. Ich finde, die Herausforderung für die Politik ist, auch da anständig zu bleiben. Und nicht auf wie äußert sich der Anstand? Für mich würde Anstand heißen, dass man genau hinguckt, was ist passiert, dass man sich ganz genau anguckt und in den Details anguckt, ist da tatsächlich etwas, was sittenwidrig, was falsch ist, was wir regeln müssen? Oder ist es eben etwas, was andere im Wahlkampf benutzen oder was man im Wahlkampf benutzen kann. Und ich würde mir sehr wünschen, dass diese Probleme, die es gibt, nicht populistisch am Ende behandelt werden und in einer Wahlkampfmanier dann abgeräumt werden, sondern dass man ganz genau hinguckt und sagt, wir möchten gerne einen guten, einen fairen und einen offenen Arbeitsmarkt in Deutschland haben. Und wir möchten auch gerne, dass Arbeitnehmer aus Südeuropa bei uns gut arbeiten können. Darf ich da einen Satz dazu sagen? Ich bin völliger Meinung, das ist klar, aus Wissenschaftler. Natürlich muss man genau hingucken, aber wir haben ja in der Zwischenzeit genau hingeguckt und haben viele Skandalfälle. Wir haben beispielsweise die üble Ausgliederung damals bei Schlecker, die übrigens der Gesetzgeber zurückgängig gemacht hat. Wir haben beispielsweise auf den Schlachthöfen im Oldenburger Land haben wir übelste Ausbeutungsverhältnisse für Leute, die aus Ausland auf Polen reingeschleudert werden. Wir haben die Fälle. Und das ist die Politik, glaube ich, ein bisschen weiter als wir jetzt in der Diskussion. Also mich hat es heute sehr gefreut, dass die Arbeitsministerin gesagt hat, das wird überprüft, wie Sie sagen, und dann wird schlichtweg die Leihfirma verboten. Genauso, man muss den Mut haben, diese Art von... Instrumentarium gibt es jetzt schon. Das könnte man jetzt man schon machen. Man könnte es machen. Es geht doch darum... Ja, aber das heißt doch, es gibt keinen neuen Regelungsbedarf, sondern es gibt eben einfach einen großen Bedarf. Und deshalb ist es ja auch wichtig, dass man über solche Fälle diskutiert, dass man solche Fälle aufdeckt, dass man sie beklagt und dass man diese Leute dann auch vor Gericht bringt. Wichtig ist doch, dass der Regelungsbedarf und das Spektrum, in dem man sich verhalten kann und verhalten muss, dass das auch ausgenutzt wird. Aber man muss doch nicht immer nach einem neuen Gesetz... Großes Kompliment, ja, wie ist es rausgekommen bei Amazon? Wie ist es rausgekommen? Weil die ARD, zwei mutige Redakteure, verprügelt worden vom Sicherheitsdienst. Das heißt, die bringen sozusagen einen Skandal auf den Tisch mit persönlichem Einsatz. Da brauchen wir extra eine Fernseh. Ja gut, dass es die gibt. Und da würde sagen, da muss doch auch ein Kontrollsystem, so wie bei der Hygiene, muss ein Kontrollsystem geben, dass solche Fälle nicht möglich sind. Ist es denn nicht so, dass... Wir sind doch in keiner Bananenrepublik. Ist es denn nicht so, dass in jedem Gemeinwesen Gesetze da sind, die von Menschen übertreten werden und dass es die Aufgabe des Gemeinwesens ist und eben auch... Und auch die Aufgabe von Presse und Journalisten natürlich ist, diese Missstände oder diese Übertretungen zu finden und sie auch dann zu sanktionieren und einzuklagen. Also ich fühle mich in einem Rechtsstaat schon sehr wohl, indem ich weiß, dass eben nicht jede Gesetzesübertretung mit einem neuen Gesetz geahndet wird, sondern zunächst mal mit dem Instrumentarium, was da ist. Einverstanden. Kommen wir noch mal zu den nicht so problematischen Fällen zurück, nämlich zu dem normalen Arbeitnehmer, der normalen Arbeitnehmerin, die in einem ordentlichen tarifvertraglichen Verhältnis arbeitet, deren Tarifvertrag jetzt irgendwie nicht mehr gültig ist im Laufe des Jahres, egal in welcher Branche, also da, wo es ausläuft, ob Bauhauptgewerbe oder Metall- und Elektroindustrie oder öffentlicher Dienst. All diese Menschen haben sich ja mit ihren Forderungen sehr zurückgehalten in den letzten Jahren. Nicht deswegen zuletzt ist Deutschland auch relativ gut durch die Krise der letzten Jahre gekommen, auch im europäischen Vergleich. Jetzt sagt man, die Situation hat sich verbessert. Eigentlich müsste jetzt ein ordentlicher Schluck aus der Pulle her. Also das heißt, also es sollte einen ordentlichen Zuwachs geben bei Löhnen und Gehältern. Nochmal, ist das klug, jetzt so zu verfahren, um zum Beispiel Binnennachfrage anzukurbeln, wie es die Gewerkschaften würden? Oder müsste man nicht eigentlich den Weg weitergehen, wenn der so erfolgversprechend ist? Also erstmal war es ja so, ich habe das vorher schon angesprochen, 2009 haben ja alle drei gut reagiert, der Staat, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, Gewerkschaften mit der Kurzarbeiterregelung. Dadurch haben natürlich die Betroffenen, das war auch richtig so, am Lohnverzicht hingenommen, um sozusagen schnell aus der Krise raus... Der war da richtig. Und jetzt ist eine Phase gekommen der konjunkturellen Entwicklung. Erstens, in der jetzt einiges nachgeholt wird. Mein Kollege Bofinger spricht von einem Krisenzuschlag. Aber das Zweite ist ja Ihre spannende Frage. Würde jetzt ein tarifpolitischer Abschluss, würde der die Konjunktur kaputt machen? Abgesehen, das habe ich immer gehört, wenn die Konjunktur gut läuft, ist sie kaputt gemacht worden durch Lohnforderung. Wenn sie nicht gut läuft, ist sie nicht hochgekommen durch Lohnforderung. Also ich mache mich davon relativ unabhängig. Wir haben ein Problem. Seit 2005, auch der Rat der Fünf Weisen hat es mal aufgegriffen, seit 2005 ist gegenüber dem
gegenüber der Bruttoinlandsprodukt, also der Gesamtwirtschaft, Produktionsentwicklung, der private Konsum entkoppelt. Deshalb finde ich, der aus zwei Gründen. Das heißt, der ist zurückgeblieben. Der ist zurückgeblieben. Das ist zwei Gründe. Erstens, mit der Lohnpolitik kann man und muss man Binnenwirtschaft stärken. Und das Zweite ist, dass wir auch, weil wir sind ja sehr erfolgreich, was die Exportabhängigkeit betrifft, aber wir müssen, um die Exportabhängigkeit auch zu bedienen, und müssen wir die Binnenwirtschaft im Vergleich mehr stärken, und dazu trägt eine Lohnpolitik bei. Und es wird eine ganz große Rolle in der Auseinandersetzung spielen. Ich sehe schon die Formeln, ich sitze hinten am Tarifverhandlungstisch, ich sehe schon die Formeln, 2% Produktivität, 2,5, 2% Inflation macht real 4%, und dann geht's los, noch mehr oder Minus oder wie auch immer, so wird die Verhandlung laufen. Aber ist die Logik denn richtig, dass man sagt, vielleicht schwächelt auch der Export in diesem Jahr? Also viele rechnen ja damit, dass also zumindest irgendwie der Export ins europäische Ausland eher nachlässt, weil da die Nachfrage nicht mehr finanziert werden kann. Muss das dann zwangsläufig heißen, dann muss man den Menschen hier im Lande mehr Geld in die Hand geben, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser entlohnen, dann haben die das Geld, das dem Ausland fehlt, und kaufen unsere Waren? Nee, das glaube ich nicht. Also das ist ja auch aber nicht, so wird argumentiert. Nee, ja, das ist eine volkswirtschaftliche Argumentation, über die man sich streiten kann und die da über allem liegt. Aber das ist ja nicht das, was Tarifpartner verhandeln. Tarifpartner verhandeln die Forderung an die Tarifpartner. Ja, aber ich meine, im Moment geht das ja glücklicherweise in einem wunderbaren, offenbar in einem wunderbaren Konsens beides zusammen. Also man sieht eben einfach, dass es der deutschen Wirtschaft vergleichsweise gut geht, dass der Arbeitsmarkt relativ angespannt ist. Es ist also knapp. Es gibt zu wenig Leute, die Facharbeiter sein können. In Süddeutschland, Südwestdeutschland, in Bayern gibt es Vollbeschäftigung. Das heißt halt eben, die haben einfach eine gute Verhandlungsposition. Und da kann man natürlich argumentieren, wie man will. Die sollen jetzt die Binnennachfrage ankurbeln. Wenn man Pech hat, sparen sie. Dann tun sie es nicht. Aber das spielt für die IG Metall oder für Verdi oder das spielt eine nachgeordnete Rolle. Die müssen gucken, dass sie ihr Klientel, also ihre Beschäftigten, zufriedenstellen in einer Tarifrunde, in der es Verhandlungsspielraum gibt, in der. Wobei das ja immer ein gutes Argument ist, zu sagen, wir nutzen auch der Volkswirtschaft damit. Ja, das kann man hinterher immer legitimieren und man kann es hinterher auch immer verdammen, wenn es zu hoch ist. Aber zunächst mal geht es eben einfach darum, dass wenn es viele Arbeitslose gibt und viele arbeitslose Facharbeiter gibt, dann sind Arbeitgeber tendenziell in einer starken Verhandlungsposition. Dann fällt ein Tarifabschluss in der Tendenz niedriger aus. Und wenn es Vollbeschäftigung gibt in einzelnen Regionen, und wir werden in diesem Jahr ja vermutlich auch sehen, dass vor allem in Süddeutschland abgeschlossen wird. Also ich meine, Sie sitzen an den Tarifplätzen, ich nicht so sehr. Ich glaube, Sie haben recht. Ja. Also man schließt halt eben da ab, wo es gut läuft. Und dann schließt man eben in der Tendenz höher ab. Also ich glaube, dass das Hauptargument eben auch der Gewerkschaften natürlich nach innen an ihre eigenen Leute ist. Wir haben was für euch rausgeholt. Und was die dann am Ende damit machen, das ist dann ein volkswirtschaftliches Ergebnis, was, wenn es gut läuft, eben tatsächlich ausgegeben wird und in neuen Autos, neuen Häusern und Ähnlichem investiert ist. Und wenn es nicht so gut läuft und die Leute auch eher das Gefühl haben, dass doch wieder eine krisenhafte Entwicklung sich abzeichnet, dann sparen sie. Sie haben ja eben Ihren Kollegen, den Wirtschaftsweisen Professor Bufinger, zitiert, der ja auch einen Zusammenhang herstellt zur Euro-Rettung. Der sagt irgendwie, wir brauchen dringend irgendwie höhere Tarifabschlüsse. Ja. Auch um den Euro zu retten. Wie hilft es denn, wenn, also nehmen wir mal an, irgendwie der Lehrer in Berlin besser verdient dem spanischen Arbeitslosen? Also über den Mechanismus läuft es nicht, muss man fairerweise sagen. Das ist eine binnenwirtschaftliche Wirkung. Aber was mein Kollege Peter Bofinger meint, das schreibe ich auch selber seit Jahren, ist, dass wir beispielsweise die Südländer durch unsere enorm niedrigen Lohnstückkosten, also internationaler Wettbewerbsvorteil, überflutet haben mit unseren Exporten. Auch Frankreich, das spielt ja bei Hollande immer eine große Rolle, Frankreich überflutet. Und die Länder, die unsere Exporte aufnehmen, bei denen ist natürlich Produktion verdrängt worden. Jetzt gehe ich mit dem Argument sehr vorsichtig um, ich sage das gleich dazu. Natürlich brauchen wir jetzt einen deutlichen Anstieg der Löhne. Das wird dazu führen, dass die Lohnstückkosten steigen, aber nicht so stark, weil wir andererseits auch Produktivität. Also Sie müssen sehen, in der metallverarbeitenden Industrie haben Sie Produktivitäten, also Zuwachs der Effizienz der Produktion von über 4-6%. Das heißt, das sind ganz andere Spielräume. Aber ich finde prima die Frage, Herr Hertz, für den Lehrer kann man da nicht ableiten, dass das was mit der Rettung des Euros zu tun hat. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist eben einfach, dass man auch mit hohen Lohnabschlüssen eben die Wettbewerbsfähigkeit
Wettbewerbsfähigkeit des Standortes und eben einer Branche nicht gefährden darf. Und das läuft dann eben etwas entgegen den Argumenten von Herrn Bofinger und Herrn Hickel, die sagen, wir müssen einen Ausgleich auch bewusst herstellen und eben Wettbewerbsfähigkeit abgeben, ein bisschen jedenfalls. Man darf die Wettbewerbsfähigkeit nicht gefährden, wenn man weiter Vollbeschäftigung haben will und wenn man die Probleme, die wir auf dem Arbeitsmarkt ja noch haben, wir haben ja noch 3 Millionen Arbeitslose, wenn man die lösen will, aber man kann natürlich den Spielraum, den man hat, anders nutzen, als man ihn bei Massenarbeitslosigkeit nutzen kann. Herr Professor Hickel, Sie jetzt dafür attackiert, noch schnell, bevor wir auch zum Ende der Sendung kommen, noch einen Aspekt, den wir nicht angesprochen haben, nämlich Flexibilisierung der Arbeit. Das ist ja eine Forderung, die vor allem Arbeitgeber stellen. Die sagen, die Arbeitswelt heute ist nicht mehr vergleichbar mit der vor 50 Jahren, wo Kolonnen von Menschen irgendwie einer Arbeit nachgehen, die sich kaum unterscheidet, sondern wir haben einen hochdifferenzierten Arbeitsmarkt. Dem müssen die Tarifpartner auch stärker Rechnung tragen. Was wir tun, also wir haben ja heute gesehen, es gibt ja heute im Bundestag eine Antwort auf eine Anfrage, eine parlamentarische Anfrage, die eben zeigt, dass Menschen viel, viel flexibler arbeiten als noch vor 6, 7, 8 Jahren. Stärker projektbezogen. Stärker abends auch, stärker an Wochenenden. Also wir sehen, dass eben, Herr Hickel würde das Entgrenzung nennen, die Arbeitgeber nennen das Flexibilisierung, dass also Arbeit das sehr flexibel. Wissen, wie ich das nenne, das finde ich auch. Ist aber doch richtig, oder? Es war jetzt nicht falsch. Aber ich meine, das war meine Bemerkung, dass die Sendung gleich zu Ende ist. Da übernimmt Frau Weidenfeld ihren Part gleich auch. Nee, das war eigentlich, also, aber wir sehen, dass, dass eben die Flexibilisierung sehr, sehr weit voranschreitet. Ja. Und zwar ganz oft auch im, in beiderlei Interesse. Wir sehen eben schon auch, dass Menschen heute nicht mehr halb oder ganz arbeiten, sondern 70%, 73%, 82%. Also wir sehen, dass da sehr viele Möglichkeiten auch zu individuell flexibler Arbeitszeit da sind. Die Flexibilisierung zeigt uns, dass die Ausnutzung von Arbeitskräften, die Burnout, die Belastung, die psychischen Belastungen, dass beispielsweise der Anteil derer, die Nacht- und Schichtarbeit machen müssen, haben Sie heute aus der Süddeutschen, in Deutschland massiv zugenommen haben. Das heißt, hinter Flexibilisierung, das klingt immer, ich bin natürlich auch gern flexibler Mensch, vor allem wenn ich frage, wie ich nach Berlin komme, aber hinter der Flexibilisierung stehen neue, stressige Abhängigkeitsverhältnisse für Beschäftigte und die müssen in einer Strategie... Wie kriegt man das in den Griff, ja, ohne dass man die Arbeitswelt komplett verändert? Ja, indem man es regelt. Beispielsweise wird ja in dem Tarif, wir haben einen Tarifvertrag, in diesem nicht, aber in den letzten Tarifvertrag der Metall spielt beispielsweise, Metall- und Elektroindustrie spielt beispielsweise die Arbeitszeit eine Rolle. Das heißt, dass ich das genau ordne und genau Regeln festlege, dass Überstunden beispielsweise von Betriebsräten genehmigt werden müssen, dann bringe ich eine Flexibilität rein, die für die Beschäftigten auch von Vorteil ist. Zurzeit sind die meisten Arten der Flexibilisierung für Beschäftigten mehr Hetze, mehr Maloche, weniger Gehalt dafür und das muss abgebaut. Wird im Tarifrunde auch eine große Rolle spielen, bin ich ganz sicher. Ich glaube, Sie haben total recht, dass Gesundheit und gesundes Arbeiten spielt eine immer größere Rolle und zwar nicht nur wegen psychischer Belastung, sondern eben auch, weil die Arbeitnehmer immer älter werden. Aber ich glaube, also was total klar ist, und zwar auf gewerkschaftlicher wie auf Arbeitgeberseite, ist, dass hinter die Flexibilisierung eigentlich keiner zurück will. Und dass das, was eben mit einer 30-Stunden-Woche für alle diskutiert wird oder so, dass das tatsächlich irgendwie eine Retro-Debatte ist, die geführt wird und über die tatsächliche Arbeitswelt längst hinaus ist. Darüber machen wir noch eine Sendung, denn das ist ja genau die Forderung. Wir müssen von doch schon auch sagen, Professor dass Herr Hickel das irgendwie ständig fordert, genau, seit einer Woche. Wissen Sie, warum ich das fordere? Weil ich in einer These Ihnen nicht zustimme. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist nicht nur erfassbar mit der registrierten 3 Millionen, sondern ist mit den 7 Millionen, die immer unter schlechteren Bedingungen arbeiten und die habe ich im Visier. Und viele weniger als 30 Stunden arbeiten. Und von, ja, Sie warum? Auch. Gezwungen sind, weniger zu arbeiten, kriegen weniger Geld, können davon nicht die Abrufarbeit bei Bräuninger, die Frau, die arbeitet die Woche 2 Stunden, ist die ganze Zeit auf Abruf, sind doch katastrophale Arbeitsverhältnisse. Und dies in den Griff zu kriegen, dazu spielt die Arbeitszeitverkürzung eine große Rolle. Und dieses Thema haben Sie aufgebracht, das ist jetzt historische Wahrheit, dass Sie diese Debatte noch mal angestoßen haben mit einer Publikation. Und ich verspreche Ihnen, wenn die Debatte greift, dann werden wir uns auch hier an diesem Tisch, darüber unterhalten. Ich bedanke mich erstmal bei Ihnen für diese Einschätzung, was die Tarifrunde in diesem Jahr angeht, das Tarifjahr 2013 angeht. Und Ihnen, meine Damen und Herren, bedanke ich mich für Ihr Interesse an unserer Sendung und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.